Was geht ab? Heute lernen wir mal etwas über Labels in Roblox Studio. Um genau zu sein, um GUI-Labels, weil das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Bin ich mal gespannt, was wir heute so lernen werden. Ein paar Leute haben bei mir inzwischen kommentiert, dass in die Folgen etwas zu einfach sind, dass man zu wenig behandelt. Und das verstehe ich auch, aber es soll ja eine Serie sein, in der nach und nach alles Mögliche in Roblox Studio erklärt wird. Und ich glaube, es ist für die größere Masse an Menschen leichter, die Informationen, die ich euch beibringe, aufzunehmen, wenn wir wirklich eine Sache nach der anderen behandeln. Und deswegen gab es beim letzten Mal in Anführungsstrichen nur sowas Simples wie Frames, damit wir uns jetzt auf die Besonderheiten von Labels konzentrieren können und alle Gemeinsamkeiten, die sie mit Frames haben, einfach beiseite schieben können. Wir haben hier rechts im Starter GUI ein Screen GUI drin und da füge ich dann natürlich nochmal einen Frame hinzu, damit wir eine Basis haben, mit der wir arbeiten können. Frames kennt ihr schon, wenn nicht, dann schaut euch die letzte Folge an, ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Den Frame platziere ich einfach mal hier oben, so. Und in so einen Frame kann man natürlich weitere Frames reinpacken, aber man kann nicht nur Frames reinpacken, man kann zum Beispiel auch Labels reinpacken. Wir fangen jetzt nicht mit dem Text-Label an, sondern ich denke, es ist einfacher, wenn wir erstmal mit dem Image-Label anfangen, denn es gibt zwei verschiedene Arten von Labels, und zwar Text-Labels und Image-Labels. Hier haben wir ein Image-Label, das können wir genauso wie ein Frame behandeln, wir können es vergrößern, verkleinern, verschieben, verzerren. Es hat genau die gleichen Properties für die Positionierung, es hat Active, Anchor Point, Automatic Size, bla bla bla, alles was wir von Frames kennen, hat es, aber die Besonderheit von einem Image-Label ist, dass es etwas darstellen kann. Es gibt nicht nur eine Hintergrundfarbe, die wir anpassen können und die können wir auch anpassen. Es gibt vor dieser Hintergrundfarbe auch noch ein Bild, das wir darstellen können. Und wenn wir runterscrollen, beim Image-Label gibt es einen weiteren Reiter, der heißt Image. Und hier gibt es diese Besonderheiten von einem Image-Label. Einerseits kann man hier ein Image hinzufügen, man kann es auch entfernen. Dann ist das Image weg, da ist immer ein Standard-Platzhalter-Image drin. Wenn man das Image entfernt, dann hat man nichts anderes als einen Frame, welcher Image-Label heißt. Wir können jetzt hier die Background-Color anpassen, wie ihr seht. Oder wir können auch die Background-Transparency auf 1 packen und dann ist das Ding komplett unsichtbar. Ich mache mal den Frame hier auch unsichtbar, damit man sieht, dass das Image-Label unsichtbar ist. Um ein Image zu einem Image-Label hinzuzufügen, also ein Bild, müsst ihr einfach nur hier auf Image raufklicken und dann könnt ihr hier entweder die URL von dem Image eingeben. Da funktionieren natürlich nur Roblox-Image-URLs, darauf gehe ich gleich ein, oder ihr könnt ein Bild hochladen, indem ihr auf Add Image geht. Wenn ihr das macht, könnt ihr eine Bilddatei auf eurem System auswählen. Bei mir hat sich jetzt dieser Ordner geöffnet mit meinem Simulate Selection Plugin. Und warum nicht? Nehmen wir das einfach mal. Ihr könnt dann einfach das Bild auswählen, hochladen, indem ihr auf Öffnen geht und dann ist das Bild auch schon drin. Es wird natürlich von Roblox erstmal moderiert und nach ein paar Stunden könnt ihr es erst in-game sehen. Und die Moderation ist da auch das Einzige, was ihr beachten müsst. Ihr dürft natürlich auf Roblox keine Bilder hochladen, die gegen die Richtlinien verstoßen. Aus irgendeinem Grund dürft ihr auch keine Bilder hochladen, auf denen Gesichter drauf sind, weil die können Persönlichkeitsrechte verletzen, selbst wenn ihr selber auf den Bildern drauf seid. Da ist Roblox ein bisschen inconsistent mit der Moderation, es ist schwierig, Gesichter auf Roblox hochzuladen. Und ihr dürft natürlich nichts hochladen, an dem ihr kein Copyright habt oder mit dem ihr irgendwelches Copyright verletzt. Manchmal habt ihr aber gar nicht das richtige Bild, das ihr haben wollt für euer GUI, wisst nicht, wie ihr es machen könnt oder. Und dann könnt ihr natürlich in die Toolbox gehen, wählt hier oben Images aus und könnt euch dann Bilder aus einer sehr großen Variety of Images auswählen. Wenn wir zum Beispiel jetzt oben ein Menü für eine Geldanzeige machen, dann wollen wir wahrscheinlich ein Coin-Icon haben. Das heißt, wir klicken in die Suche und geben ein Coin und dann Icon, suchen danach und dann kriegen wir alle möglichen Coin-Icons. Vielleicht ist da eins dabei, das euch gefällt. Wenn nicht, müsst ihr es vielleicht selber machen. Das hier gefällt mir zum Beispiel, da mache ich dann also einen Rechtsklick drauf, wähle dann Copy Asset ID aus, dann kann ich auf Image gehen und Steuerung V eingeben oder Rechtsklick und einfügen, drücke dann Enter und diese Zahl wird automatisch zur Roblox Asset ID umgewandelt und wir haben hier oben unser Image Label jetzt auf dem Bildschirm drauf und das sieht doch toll aus. Bei dem Image Label gibt es auch die Eigenschaft Image Color, die standardmäßig auf weiß. Damit kann man eine Farbe zu dem Bild hinzufügen, die damit verarbeitet wird sozusagen. Wenn ich jetzt hier eine andere Farbe auswähle, seht ihr, wird auch die Farbe des Bildes angepasst. Wenn weiß addiert wird, ändert sich nichts. Wenn schwarz addiert wird, wird es komplett schwarz. So kann man zum Beispiel Bilder ausschwärzen. Und dasselbe funktioniert halt auch mit allen anderen Farben. Die kann man halt auch rauf addieren. Image Rect Offset und Image Rect Size ist dafür da, um dann nochmal so ein bisschen die Position und Größe anzupassen. Das sind an sich zwei Eigenschaften, die ihr eigentlich niemals anpassen müsst, weil ihr könnt das Bild ja verschieben und vergrößern, wie ihr wollt. Ich habe noch keinen Anwendungszweck dafür gefunden. Dann gibt es noch die Image Transparency, die halt die Durchsichtigkeit des Bildes angibt. Ihr seht, es wird durchsichtig, wenn man es erhöht. Ist loaded, ist auslesbar. Wenn ihr später in eurem Code seid, könnt ihr damit prüfen, ob das Bild dann schon geladen wurde. Weil für jedes einzelne Bild, das ihr im GUI habt, muss das Bild natürlich von einem Roblox-Server über
diese Roblox-Asset-ID heruntergeladen werden vom Spieler. Und es kann dauern. Und damit könnt ihr einfach prüfen, ist das Bild schon geladen oder ist es noch nicht geladen. Anpassen könnt ihr es nicht. Der Resample-Mode ist dann wichtig, wenn ihr sehr kleine Bilder habt und die sehr groß darstellen wollt. Wenn ich das Bild jetzt hier groß mache, seht ihr, sind die Ecken so ein bisschen verschwommen. Wenn ich dann den Resample-Mode aber auf Pixelated packe, sind die Ecken nicht verschwommen, sondern die Pixel bleiben alle erhalten. Das ist vor allem in Spielen wichtig wie Minecraft zum Beispiel, weil in Minecraft hat man ja standardmäßig 16x16 Pixel-Texturen, die aber ganz groß dargestellt werden. Und das funktioniert nur, da der Resample-Mode dort auf Pixelated ist. Ich will mal gucken, ob ich ein Beispiel dafür finde. Hier habe ich zum Beispiel eine Textur gefunden, die nur aus sehr wenigen Pixeln besteht. Und wenn man sie groß macht, seht ihr, ist das sehr, sehr verschwommen. Alle Ecken werden halt geblendet, wenn man eine zu kleine Textur zu groß darstellt. Klein sieht man, sind es eigentlich nur ein paar Pixel. Groß ist es komplett verschwommen. Und wenn ihr es trotzdem schön scharf haben wollt, dann wählt ihr beim Resample-Mode hier unten Pixelated aus. Und dann sind die Ecken schön scharf. In den meisten Anwendungszwecken will man aber trotzdem den Default-Mode haben, weil wenn es normale Grafiken sind, dann sehen sie halt bei Pixelated zu verpixelt aus. Dann gibt es noch den Scale-Type. Da gibt es Fit, Crop, Slice, Stretch und Tile. Und das sagt nur aus, wie mit dem Bild umgegangen werden soll, wenn das Seitenverhältnis von dem Bild nicht gleich zum Seitenverhältnis des Image-Labels ist. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier so lang ziehe, ich mache auch mal beim Resample-Mode wieder Pixelated rein, dann seht ihr hier links und rechts ist einfach Platz übrig, weil wir Fit ausgewählt haben. Fit bedeutet, es bleibt im selben Seitenverhältnis und wird so groß gemacht, wie es einfach reinpasst. Wir können aber auch Stretch auswählen, dann wird es nach links und rechts gestretched. Wir können Crop auswählen, dann ist es so groß, wie es maximal geht. Und wenn es über irgendwelche Ecken hinausgeht, dann geht es halt über diese Ecken hinaus und wird gecroppt. Und Tile verhält sich genauso wie Stretch, nur dass es darauf angepasst ist, dass man mehrere Tiles nebeneinander haben könnte, was dann bei Texturen relevant ist, bei solchen Image-Labels in der Regel nicht wirklich. Standardmäßig ist aber Fit eingestellt und Fit ist in der Regel auch das Richtige, weil dadurch das Seitenverhältnis nicht zerstört wird. Und das sind alle Sachen, die man bei einem Image-Label einstellen kann. Alle weiteren Properties kennen wir schon von Frames, weil die sind exakt gleich. Und jetzt, wo wir Image-Labels kennen, können wir uns noch um das nächste Label kümmern, und zwar das Text-Label. Also füge ich zu diesem Frame noch ein Text-Label hinzu. Und Text-Label ist wie ein Image-Label, nur ihr habt schon erraten, dass es keine Bilder darstellt, sondern Text. Standardmäßig ist da ein kleiner Text drin mit dem Inhalt Label. Wir können hier runterscrollen, sind wieder genau dieselben Eigenschaften wie bei Frames, nur dass wir unten den Textreiter haben. Und beim Textreiter kann man ein bisschen mehr einstellen, weshalb ich euch das erst als zweites zeigen wollte. Einerseits haben wir hier das Wichtigste, den Text. Da könnt ihr den Text reinschreiben, den ihr haben wollt. Zum Beispiel 1.000.000 Coins, weil wir machen eine Coins-Anzeige. Aber der Text sieht ziemlich blöd aus, also gehen wir erstmal hoch, machen die Background Transparency auf 1. Den Text kann aber keiner lesen, dementsprechend müssen wir ein bisschen größer machen. Man kann entweder die Text-Size anpassen und dann hat man eine fixe Text-Size. Je nachdem, wie groß dann aber die Bildschirmgröße ist, ist das ein bisschen schwierig. Man kann aber auch Text-Scaled machen, dann ist der Text immer maximal so groß, wie es auch nur geht in diesem Label, was halt auch manchmal schlecht aussieht. Da muss man sehr viel rumexperimentieren, das ist Arbeit, wenn man ein hübsches UI haben möchte. Aber gehen wir mal von oben nach unten durch. Content-Text ist nur zum Auslesen. Font-Face ist die Schriftart, die ihr benutzen könnt. Und da habt ihr eine Menge Schriften zur Auswahl. Pet-Simulator benutzt zum Beispiel immer gerne die Fredoka One. Aber auch in vielen Roblox-Spielen ist Luckiest Guy sehr beliebt. Aber wenn euch die Fonts, die ihr hier habt, nicht gefallen, dann könnt ihr unten noch auf Add More Fonts gehen. Und dann öffnet sich bei der Toolbox der Fonts-Reiter. Und da gibt es eine Auswahl aus sehr vielen verschiedenen Schriftarten, die ihr auch noch in das Spiel importieren könnt. Also ich würde sagen, wir sind einfach mal seriös und nehmen die Roboto. Ne, die Roboto mag ich eigentlich nicht. Nehmen wir die Gotham. Weil die Gotham nehme ich für alles. Und wenn ihr die Font ausgewählt habt, ist sie vielleicht ein bisschen zu dünn und ihr könnt sie dicker machen, indem ihr das Font Weight auswählt hier drunter. Das ist auf Book, wir machen es auf Black, dann ist sie dicker. Hier gibt es natürlich noch Knöpfe für Italic und Bold. Line Height ist der Zeilenabstand, wenn ihr verschiedene Zeilen habt. Wenn ihr den einfach so anpasst, ändert sich gar nichts. Aber wenn ihr zum Beispiel einen Text habt, der über mehrere Zeilen hinausgeht, so zum Beispiel, dann könnt ihr die Line-Height anpassen und dann ändert ihr den Zeilenabstand, wie ihr seht. Max Visible Graphemes ist eine relativ neu dazugekommene Eigenschaft, die sehr nützlich ist, wenn ihr Textlabels macht, die animiert werden sollen. Zum Beispiel kennt man das aus Roblox-Spielen, dass hier einfach so ein Charakter steht und der kriegt jetzt eine Sprechblase und dann soll der Text in die Sprechblase rein animiert werden. Dass erst der erste Buchstabe kommt, dann der zweite, dann der dritte. Und das kann man sehr einfach machen, indem man Max Visible Graphemes erst auf 0 stellt und dann mit dem Code durchloopt. Dann stellt man auf 1... Dann auf 2, dann auf 3
dann auf 4, dann auf 5 und so weiter. Und mit jeder Änderung wird ein weiteres Zeichen angezeigt. Und so könnt ihr das halt hoch animieren, bis ihr den gesamten Text dann habt. Und wenn ihr es auf minus 1 stehen habt, dann wird sowieso immer der gesamte Text angezeigt. Rich Text ist ein Kästchen, mit dem ihr erlaubt, dass Rich Text genutzt werden kann. Rich Text ist eigentlich nochmal ein Thema für sich, aber basically könntet ihr jetzt in einem Rich Text Fenster Rich Text Markup verwenden. Manche Leute von euch, die schon ein bisschen länger in Roblox sind, kennen das vielleicht zum Beispiel aus Please Donate, dass man den Text in seiner Textbox ein bisschen hübscher darstellen kann mit Rich Text Markup. Zum Beispiel könnt ihr hier jetzt in das Textfenster sowas reinschreiben wie Spitze Klammer auf, Font, Color, ist gleich, Anführungsstriche oben, Hashtag FFFF00, dann wieder Anführungsstriche oben, Spitze Klammer zu, dann hier hinten noch einmal, Spitze Klammer auf, Schrägstrich, Font und dann Spitze Klammer zu und dann ist die Farbe vom Text automatisch gelb und das, obwohl die Textfarbe gar nicht gelb ist, weil die Textfarbe hier unten, seht ihr, ist schwarz. Wir können jetzt außerhalb dieser Spitzenklammer auf Spitzenklammer zu Sachen weiteren Text schreiben, zum Beispiel nochmal blub und ihr seht, der Text ist einerseits gelb und andererseits schwarz wegen Rich Text Markup. Wenn wir Rich Text ausschalten, dann steht da das, was wir reingeschrieben haben im Klartext und Rich Text wandelt es halt um in den Befehl, den wir gemacht haben. Wenn ihr euch für Rich Text Markup interessiert, dann habe ich für euch in der Videobeschreibung einen Link stehen, mit dem ihr euch die ganzen Kleinigkeiten für Rich Text Markup anschauen könnt. Ich werde darauf in der Serie nämlich nicht weiter eingehen. Deswegen ändere ich den Text zurück zu 1.000.000 Coins, mache Rich Text wieder aus, weil wenn man Rich Text nicht verwendet, sollte man es auch auslassen, weil es kostet Rechenkapazität. Text Bounce nur lesbar. Text Color 3 ist, wie wir eben schon gesehen haben, die Farbe vom Text und die möchte ich gerne auf einem schönen, satten Gelb haben, weil wir haben Coins. Text Direction steht standardmäßig auf Auto und das ist bei uns in Europa links nach rechts. Es gibt aber auch Text, der von rechts nach links geht, zum Beispiel arabischer Text. Text Fits ist auslesbar, um uns einfach zu sagen, ob der Text überhaupt in diese kleine Box hier reinpasst. Text Scaled, wie gesagt, dadurch wird der Text immer so groß, wie es nur geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Text Scaled ausmachen und die Textsize sehr groß stellen, seht ihr Text Fits. Ist nicht mehr an und wenn wir die Text-Size kleiner stellen, ist irgendwann wieder Text-Fits an, sobald er halt reinpasst. Und theoretisch könnte man somit auch sein eigenes Textgeld coden, indem man immer die Text-Size anpasst, bis Text-Fits nicht mehr geht und dann einen wieder zurückstellt. Wäre aber ziemlich dumm, weil es gibt Textgeld. Dann gibt es die Text-Stroke-Color, die solltet ihr am besten gar nicht verwenden. Das ist nämlich die Outline für den Text. Zum Beispiel könnte ich die jetzt einfach auf schwarz packen und die Text-Stroke-Transparency auf 0, damit sie sichtbar ist und dann haben wir eine schwarze Outline um den Text herum. Aber die Text-Stroke-Transparency ist aus gutem Grund standardmäßig auf 1, weil man mit einer Text-Stroke nicht sehr viel machen kann. Was ihr stattdessen machen könnt, ihr geht auf das Plus bei eurem Textlabel, gebt ein UI-Stroke und dann habt ihr eure Outline hier als eine neue Instanz. Die steht dann auf Contextual, habe ich euch ja gesagt, ist dafür da, dass die Outline um den Inhalt der Textbox herumgeht. Wenn wir es auf Border machen, dann wäre es ja wirklich außenrum um dieses Label, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen Contextual haben. Wir können die Thickness, wie gesagt, einstellen, zum Beispiel auf 2. Das konnten wir beim der Textstroke nicht. Den Line Joint Mode können wir auf Mitte stellen, dann wäre es aber bei manchen Fonts ein bisschen hart. Oder auf Bevel, dann ist es nicht ganz so hart. Aber wichtig ist, dass wenn ihr eine dicke Outline habt, dass die Punzen auch ausgefüllt sind. Das ist bei Round nicht immer der Fall. Jetzt ist hier unten so ein kleines Loch in dem O. Wenn wir es auf Bevel stellen, ist da kein Loch mehr in dem O drin. Transparency, Farbe kennt ihr alles, aber wir machen die UI Stroke weg. Dann geht es weiter mit der Text Transparency. Ist eigentlich selbsterklärend, ist die Durchsichtigkeit vom Text. Text Truncate steht auf None, wenn wir auf At End stellen. Dann wird, wenn der Text nicht mehr in die Textbox reinpasst, das letzte Zeichen ersetzt durch ein Punkt, Punkt, Punkt. Das haben wir bei Textgeld natürlich nicht, aber wenn wir Textgeld ausmachen und es ein bisschen zu groß machen, dann steht da 1.000.000, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn wir Text Truncate auf None stellen, steht da nur 1.000.000 ohne das Punkt, Punkt, Punkt. Text Wrapped steht standardmäßig auf Ja, wir können es aber auch auf Nein stellen und ihr seht, dann geht der Text auch über diese Textbox hinaus und wenn wir Text Scaled aushaben und das ein bisschen größer machen, geht es halt genau so groß. Wenn wir Text Wrapped auf Ja machen, blub, geht's nicht mehr. Dann passt es halt nämlich nur in das Label rein und der Rest wird abgeschnitten vom Text und nicht mehr angezeigt, nicht mehr gerendert, nicht mehr gedrawt. Wenn wir aber Text Scaled anhaben, dann ist der Text immer Wrapped und wenn ihr Wrapped ausmacht, dann geht auch Text Scaled automatisch aus. Also, wenn ihr mit Text Scaled arbeitet, gibt's Text Wrapped für euch praktisch nicht. Text X Alignment und Text Y Alignment ist, woran sich der Text ausrichten soll, standardmäßig ist er auf Center, das heißt, der Text ist in der Mitte von unserem Textlabel ausgerichtet. Wir können aber auch das Text X Alignment auf Left packen und dann fängt der Text ganz links an. Sieht man jetzt kaum, aber der Unterschied zwischen Left und Right, da habt ihr ihn gesehen, Left und Right und Center, wo man es
in der Regel besser sehen kann, ist bei dem Y-Alignment. Da können wir nämlich auf Top stellen, dann ist er ganz oben, auf Bottom stellen, dann ist er ganz unten oder auf Center stellen, dann ist er in der Mitte. Und damit haben wir alle Eigenschaften von Textlabels behandelt. Jetzt kann ich euch noch ein paar Kleinigkeiten zu Textlabel zeigen. Zum Beispiel haben wir hier jetzt einen Frame, der diese zwei Sachen umschließt. Und ich dupliziere diesen Frame einfach mal, lösche die Sachen aus dem Frame raus und mache den Frame ein bisschen größer in alle Richtungen, dass einfach so ein bisschen Padding, ein bisschen Abstand entsteht zu dem Inhalt. Dann kann ich diesem Frame auch eine Background Color geben, die Farbe anpassen auf zum Beispiel so ein richtig sattes Orange, das ich aber ein bisschen dunkler mache, vielleicht auch so sogar bis ins Rote gehend. Füge eine UI Corner hinzu, um die Ecken von dem Frame abzurunden. Und wir haben uns jetzt unsere Coins-Anzeige gebastelt. Den Frame ziehe ich einfach mal hier unten in die Ecke hin. Dann haben wir hier unsere Coins oder wir können sie hier haben. Ist ja eigentlich auch egal. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr dann ein responsives Design haben wollt, am Ende alle Werte, die ihr hier absolut eingestellt habt, in relativ umwandelt. Weil sonst habt ihr das Problem, dass wenn sich euer Bildschirmlayout ändert, die Labels vielleicht nicht mehr richtig angezeigt werden. Aber der Trick, auf den ich eingehen wollte, ist, ihr könnt Frames verwenden, um eine Hintergrundfarbe zu haben. Ihr könnt aber auch Frames komplett unsichtbar machen, um euch einfach bestimmte Bounds zu geben. Ich würde sogar sagen, das kann hier so ein bisschen rücken. Und damit könnt ihr dann einfach steuern, dass ihr einerseits einen Frame habt, der angezeigt wird und größer ist als der tatsächliche Frame, in dem die Sachen sich drin befinden und ausrichten und genau an den Kanten dran sind, weil man will seinem Design ja in der Regel ein bisschen Platz geben. Wenn dieser Coin genau am Rand von dem Frame wäre, dann würde das blöd aussehen. Dementsprechend haben wir hier einen weiteren Frame drin und in dem Frame ist dann ein weiteres Textlabel drin, das wiederum auch wieder kleiner ist als dieser Frame. Einfach nur, damit die Textgröße richtig aussieht. Man muss mit solchen Sachen ein bisschen rumspielen, damit es dann auch in einem responsiven Design halbwegs gut aussieht. Das Textlabel finde ich jetzt auch nicht wirklich gut. Ich würde sogar sagen, beides hätte eine Outline verdient. Es ist auch ein bisschen zu knallig, aber je nachdem, was man für ein Design haben möchte, ist es auf jeden Fall annehmbar. Design ist aber eine ganz andere Sache, mit der wir uns heute nicht beschäftigen. Das waren auf jeden Fall die zwei Arten von Labels, die es gibt. Image-Labels und Text-Labels. Was beim nächsten Mal drankommt, weiß ich gar nicht, weil ich habe gar nicht nachgeguckt, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich richte mich einfach danach, was der Vergangenheits-Conny damals so aufgeschrieben hat und das zeige ich euch dann. Da auf dem Discord-Server jemand meinte, es gibt keine Hausaufgaben mehr. Hausaufgabe? Baut ein hübsches GUI. Probiert euch aus und verzweifelt an der Frustration, die GUIs so in einem auslösen können. Wenn ihr es nicht machen wollt, müsst ihr es nicht machen. Hausaufgaben sind freiwillig, wie immer. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao!